Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute drehe ich mit euch zusammen ein Video, das ich in Kooperation bzw. in Zusammenarbeit, das ist einfach ein anderes Wort dafür, mit der lieben Sarah Isabel vom Kanal Like a Daisy in Spring gemacht habe. Ich blende euch hier mal so ein bisschen was zu ihrem Kanal ein. Ne? Die liebe Sarah Isabel ist einfach ein wundervoller Mensch, die ich eben durch Social Media kennengelernt habe. Ich war selber Zuschauerin und ja, ich habe einfach angefangen mit ihr zu schreiben und wir haben die Videos von der anderen geschaut und wir haben einfach gemerkt, dass wir super zusammenpassen. Und dann kam es irgendwann natürlich dazu, dass wir Bock drauf hatten, auch irgendwas zusammen zu machen. Und da hat sie halt vorgeschlagen und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, dass wir quasi die Drogeriefavoriten der anderen schminken. Und da einfach aktuell eine etwas merkwürdige Zeit ist, wie wir ja alle wissen, haben wir das so ein bisschen inspiriert von Schickimicki und Maxim Giacomo gemacht. Das heißt, wir haben uns eben gerade erst per Videocall getroffen. Ja, wir haben fast 3,5 Stunden mit telefoniert. Wahnsinn, Leute. Es war so cool. Und ja, wenn du Bock drauf hast zu sehen, was ihre Drogeriefavoriten sind, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten. Wir haben uns natürlich, weil wir beide so krass vorbereitete Menschen sind, vorbereitet und überlegt, was könnte sich in der anderen Schminksammlung befinden, was meine Drogeriefavoriten sind und sind dann gegenseitig so quasi mit Kamera und so weiter, ihr werdet es gleich im Einspieler sehen, durch die Schminksammlung durchgegangen und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Womit fangen wir an? Mit Primer, bitte. Das hätten wir einmal hier. Ich habe ja einen Wunsch, so wie du ja auch einen Wunsch bei mir hattest immer. Und ich würde mir wünschen, dass du den Reval Loves Me Dewy and Fresh Primer benutzt. Falls du ihn hast, aber ich glaube schon. Das dürfte doch der hier sein, oder? Ja, genau der. Ja, perfekt. Dann nehme ich den doch mal. Den finde ich auch richtig gut. Das hier ist also die Qual ihrer Wahl gewesen, und zwar von Reval Loves Me, der Dewy and Fresh Primer mit Hyaluron und Aloe Vera. Der ist einfach klasse, ich mag den so gerne. Der ist so angenehm auf der Haut, wahrscheinlich auch wegen diesem Aloe Vera und so, ne? Und der macht einfach ein richtig tolles Finish und sieht einfach gesund aus. Der zieht total toll ein und hinterlässt ein glowy, gepflegtes Finish, was ich einfach auch aktuell generell gerne mag, wegen meiner trockenen Haut. Und das ist mal ein Finish von dem Primer, der sich sehen lassen kann. Für Foundation habe ich natürlich auch einen Wunsch. Da auch einiges am Start. Ich hätte gerne, dass du von Essence ein Make-up benutzt. Und zwar das Fresh and Fit Make-up. Ja, sehr geil. Die ist richtig, richtig gut. Die habe ich ja auch letztens erst verwendet. Also die neue hier? Genau, die neue bitte. Die neue. Welche Farbe hast du da? Ich habe da 10 Fresh Ivory. Bei dieser Foundation sind wir uns beide sehr, sehr einig gewesen, dass es eine echt gute Foundation ist. Fresh and Fit Foundation mit Vitaminkomplex, also Vitamin E und Niacinamide. Ich habe die in der Farbe 10 Fresh Ivory. Und ich habe die vor ein paar Tagen auch schon verwendet, weil ich da ein Fullface mit den Essence-Produkten geschminkt habe, die jetzt neu eingezogen sind. Und da hat sie mir echt gut gefallen. Und deswegen freue ich mich mega, dass sie diese Foundation für mich ausgesucht hat. So schaut die aus. Stickflüssig. Aber die hinterlässt so ein schönes, frisches Hautgefühl. Und wenn ich mir dieses Finish einfach so angucke, kann ich echt nachvollziehen, weswegen das auch ihr Favorit aus der Drogerie ist. Die ist einfach schön. Ne? Mag ich gerne leiden. Concealer. Ja, das ist jetzt wirklich ein bisschen rammelig geordnet, um das mal so zu sagen. Sag einfach, welchen hättest du denn gerne? Also ich habe zwei Wünsche, also die sind relativ gleich. Wenn du den einen nicht hättest, würde ich den anderen einfach nehmen. Und zwar einmal den Skin Loving Sensitive Concealer. Das ist er. Und den habe ich jetzt, in welcher Farbe habe ich den überhaupt? 054 ist da die Farbe. Das ist auch meine Farbe, ist auch mein Lieblingsconcealer. Mega. Perfekt. Weil ich ja auch eine sehr sensible Haut habe, passt das sehr gut. Das ist der ja, Covering and Caring Non-Comedogenic und Aloe Vera, also nicht pickelverursachende Concealer in der Farbe 054. Und den gab es, glaube ich, mit dem letzten Essence-Update. Und während Sammy sich ein Leckerli genehmigt, weil er einfach zu niedlich ist und deswegen ein Leckerli verdient hat, nehme ich Maxims Spiegel, um mich anzugucken und Maxims Schwämmchen, um den Concealer einzublenden. Läuft, ne? Der Concealer hat echt nicht die höchste Deckkraft, was ich aber nicht schlimm finde, denn er ist einfach nett zur Haut. Er verbindet sich da gut mit. Er
wird gleich auch nicht allzu sehr in die Fältchen rutschen wollen, wenn ich ihn gut abdecke, also wenn ich da Puder drüber mache und so, ne? Aber ich mag den gerne leiden und das ist ein guter Concealer, wirklich. Gute Wahl, liebe Sarah Isabel. Bei dem Eye Primer hat sie mir relativ freie Hand gelassen und da habe ich mich für den von Love entschieden. Das ist der Perfectitude Eyeshadow Primer und den habe ich aktuell in Anwendung und den mag ich wirklich gerne. Die Pinsel, die ich hier übrigens im Einsatz habe, kommen alle von BH Cosmetics und da gibt es immer wieder, falls ihr da mal vorbeischauen wollt, einen schönen Pinsel-Sale und so weiter. Ne? Da bekommt ihr immer auch gute Pinselsets zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Beim Puder habe ich auch freie Hand von Sarah Isabel bekommen und deswegen habe ich mich für zwei Puder entschieden. Ein loses Puder, womit ich unter meinen Augen setzen werde. Das ist von Catrice das Glow Illusion Loose Powder Translucent Radiance. Das ist dieses hier. Da nehme ich mir ein bisschen was auf den Highlighter-Pinsel auf und gebe das erstmal unter meine Augen und auch auf meine Augenlider, um die Lidschattenbase schon mal zu setten. Und als gepresstes Puder, was ich über mein komplettes Gesicht verteilen werde, habe ich mich für das Hypoallergenic Belle Longwear Hydrating Powder mit Hyaluronsäure entschieden. Das ist dieses hier. Und dann nehme ich mir einfach einen großen Fluffel, gehe da ganz entspannt durch und gebe mir das einmal komplett über mein Gesicht. Da hat man halt auch nochmal so eine gewisse... Es fühlt sich wie Pflege an mit dabei. Immer reden, wenn man mit dem Pinsel über den Mund streicht. Das ist super wichtig. Super wichtig. Das nächste wäre dann Contour. Nö. Nee. Also ich zweckentfremde oft Bronzer dann einfach als Konturprodukt, ne? Mhm. Aber so ein richtig klassisches Konturprodukt habe ich, glaube ich, gar nicht. Nein! Okay, dann darfst du den von Reva Love Me nehmen, den Tropical Bronzer. Das ist der hier dann, ne? Oh, den mag ich auch. Diesen Bronzer von Reva Love Me habe ich schon echt eine Ewigkeit nicht mehr verwendet, obwohl ich ihn so gerne mochte, als ich ihn das letzte Mal verwendet habe. Deswegen wundere ich mich immer wieder, was so in den Schränken liegt, wenn ich es dann wieder rausnehme und mich frage, warum? Und deswegen ist es mega cool, wenn jemand dir mal seine Drogeriefavoriten nennt und du dann einfach mal wieder dazu greifst und schaust, wie das Ganze so auch im Zusammenspiel ist. Ich finde es mega interessant und es macht mir gerade richtig viel Spaß. Und ja, Sarah Isabel hat sich für den Tropical Bronzer entschieden. In der Farbe 012 Kiki habe ich den. Und der war ja immer mal wieder in den Rival de Lubiang Limited Editions und ist dann als Rival Loves Me als Brand gebrandet wurde. Irgendwie so, auch in die Standardtheke gekommen, ne? Das hat einen schönen Ton. Sie hätte am liebsten gehabt, wenn ich auch noch ein Konturprodukt verwendet hätte, aber habe ich nicht so wirklich, ne? Ich nehme jetzt den gleichen Pinsel, den ich auch eben genommen habe, um meinen Puder aufzutragen und, ja, verwende den Bronzer wie ein Bronzer und gleichzeitig halt, ja, wie ein Konturprodukt. Also da bin ich immer sehr beides zusammen machen unterwegs. Die Farbe ist wirklich etwas zurückhaltender. Die gibt es ja auch noch in dunkleren Farben. Aber diese Farbe passt bei mir halt mit meinem super hellen Hautton echt gut. Der ist sehr freundlich zum Gesicht. Das ist auch eine schöne Farbe. Ein bisschen kühler und dadurch halt auch sehr passend für meinen neutralen bis kühlen Hautunterton. Okay, hast du von Catrice Blushboxes? Die habe ich. Dann nehmen wir die. Dann nehmen wir die, alles klar. Das ist jetzt diese Superwoman to be. Mega süß. Als Blush hat Sarah Isabel sich einen ausgesucht, den ich zwar in meiner Sammlung hatte, aber nicht unbedingt wusste, dass ich ihn habe. Und auch jetzt, das ist nicht so einer, zu dem ich super häufig greife. Das ist einfach von Catrice, der Superwoman to be Blushbox Water and Sweatproof Blush in der Farbe 030 Golden Coral. Das ist auch eher so ein, ich glaube, eher mattes Produkt. Wie gesagt, ich kann mich da halt nur daran erinnern, weil ich den halt, ich glaube, mal geswatcht habe. Aber habe ich den schon mal groß verwendet? Keine Ahnung. Nee, der hat Schimmer mit dabei. Wow, aber ist ein schönes Tönchen. Ich klopfe jetzt mal nicht ab und trage mir den auf. Ach, der ist schön. Ich trage Blush auch immer gerne noch so ein bisschen über die Nase. Gerade jetzt so, noch sind wir im Sommer. Auch wenn ich schon anfange, Adventskalender auszupacken, aber noch sind wir im Sommer. Oder Spätsommer. Frühherbst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diesen leichten Sunburned-Look über die Nase. Ich mag es einfach ganz gerne. Und es sieht auch ein bisschen knuffig aus, oder? So, weiter geht's mit Highlighter. Die Highlighter-Palette von Maxine. Oh ja. Die ist das Prime Glow Kit. Das ist einfach kabam, das sage ich dir, ne? Hast du genau. Da irgendwie... Welche Farbe? Genau. Ich hätte gerne Sicilia und Boys in Make-up. Das zusammen? Zum Mix. Die beiden?
dass sie mir diese Highlighter-Palette ans Herz legt, habe ich mir schon gedacht. Denn es sind richtig krass geile Highlighter. Und da sie einen Lidschattenlook mit mir vorhat, offensichtlich, was ich hier liegen sehe, der es in sich hat, können wir es auch gerne beim Highlighter mal krachen lassen. Die Lovia mit Maxim Giacomo Prime Glow Kit Highlighter-Palette ist das. Und das sind halt Highlighter, die beamen dich bis zum Mond und wieder zurück. Das ist echt der Wahnsinn. Und hier hat sie mir ganz genau gesagt, welche Highlighter-Töne ich verwenden soll. Ich habe hier auch ein Pinselchen dabei, wo ich mal das Restprodukt, was dran ist, noch ein bisschen abstreiche. Sie hat gesagt, ich soll auf jeden Fall den Sicilia mischen mit dem Boys in Makeup. Aber von dem Boys in Makeup, von dem hier, mehr so den rosanen Ton. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wow, ich habe gerade so viel, damit könnte ich eine ganze Kompanie highlighten am Pinsel. Klopfe ich mal ein bisschen ab und dann tragen wir uns den hier mal auf. Das ist ein schöner Highlighter und das ist eine ganz tolle Kombi. Wenn man einfach mal so die gegenseitigen Favoriten austauscht und mal drüber spricht, man entdeckt ja ganz andere Möglichkeiten. Oh mein Gott, ich mag es gerade voll. Richtig schön. Also meine Base gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Augenbrauen habe ich damals echt vernachlässigt und mittlerweile habe ich bemerkt, wie sehr man sie braucht, um das Gesicht halt richtig zu formen. Hier hat sie mir auch relativ freie Hand gelassen und ich habe mich dann auch entschieden für den Essence Micro Precise Eyebrow Pencil in Waterproof in der Farbe 02 Light Brown. Das ist dieser hier und den mag ich gerne leiden. Der hat auf der einen Seite einfach hier so ein herausdrehbares Mienchen. Wirklich ein Mienchenchen. Das ist winzig, klein, dünn, schmal, wundervoll. Natürlich brauche ich einen Spoolie, der ist da jetzt nicht mit bei. Da habe ich mir jetzt hier einen aus einem BH Cosmetics Pinselset genommen. Der hat so einen schönen, aschigen Unterton und das passt halt so gut, ne? Weil kühl, 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 passt voll. Sieht aus, als hätte ich da einfach nur eine vollere Augenbraue als da, ne? Also echt natürlich und ich mag's. Ich sehe es schon direkt. Ich möchte, dass du das Gatopi Augenbrauengel benutzt. Das ist für mich momentan mein Favorit. Und bei dem Farbprodukt darfst du aber wählen, was gerade für dich besonders gut funktioniert. Dieses sehr, sehr neue Make-up-Produkt hat sich die liebe Sarah Isabel für meine Augenbrauen als Fixierungsprodukt überlegt. Und finde ich cool. Das ist das Glued for Brows von Got2B Stronghold Brow Gel. Und da muss ich halt auch wirklich sagen, das fühlt sich so witzig auf den Augenbrauen an. Habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal getestet. Und ich finde es jetzt wieder cool, es wieder zu verwenden. Ja, so kann man das sagen. Ist jetzt kein Favorit von mir aus der Drogerie, aber es wird jetzt verwendet. Hat ein riesengroßes Bürstchen. Und das ist halt erst relativ lang, so flüssig, würde ich jetzt mal dazu sagen. Also bis es angetrocknet ist, dauert es eine Weile. Aber hey, Sarah Isabel hat sich einen Make-up- bzw. Augenlook für mich überlegt. Da werde ich auch ein Weilchen für brauchen. Also da wird dieses Augenbrauenprodukt genug Zeit bekommen, um zu trocknen. Geben wir den Augenbrauen mal ein bisschen Zeit zum Trocknen und verwenden die Lidschattenpalette, die sie für mich ausgesucht hat. Dann machen wir die Lidschatten direkt jetzt. Okay, da muss ich umbauen. Also meine ganzen Lidschattenpaletten von allen möglichen Kategorien habe ich einfach mal alphabetisch sortiert. Welche darf es denn sein? Ist das ein Problem, wenn für die Kategorie tatsächlich aus der Drogerie bei dir ausbrechen, weil du meinen absoluten Lieblingsfavoriten nicht hast? Und du kannst eskalieren, wie du möchtest. Die Side-by-Side-Palette von Nabla. Ja, die habe ich. Die ist hier. Dann nehmen wir das. Und ich möchte, dass du dunkel wirst. Du, damit. Oh mein Gott, dunkel. Ja, das wird spektakulär werden, wenn ich ehrlich sein darf. Aber das kriegen wir hin. Ja, ich möchte es schön glittery, aber ich möchte es auch ein bisschen smoky. Smoky Eyes sind für mich tatsächlich sowas von out of my comfort zone, aber das kriegen wir hin. Da musst du jetzt dann durch. Hier haben wir die Nabla Side-by-Side Palette. Das ist eine sehr nudefarbene, eine sehr natürliche Palette. Die hat es aber auch in sich. Also da kann man krass tolle Ausgehlooks mit schminken, aber halt auch Alltagslooks. Ne? Also da ist ja da bleibt kein Auge trocken. Zuallererst gehe ich in diesen hellen Ton hier unten. Das ist ein matter, cremefarbener Ton und der nennt sich Rarity. Damit werde ich jetzt einfach nur mal mein Lid setten, vorbereiten und schon mal eine Puderschicht auftragen, damit sich gleich alles besser darauf verblenden lässt. Dann nehme ich mir jetzt diesen etwas aschigen Braunton auf, der heißt Beauty Mark. Und den setze ich mir
beginnend tatsächlich hier in der Innengeschichte und den möchte ich nach außen hin ausblenden. So der Plan. Mal gucken. Wenn die Queen of Eyeshadows zu dir sagt, sie hätte gerne von dir, die eigentlich in der Komfortzone bunt unterwegs ist, einen dunklen Nude-Look. Wow, da kriegt man leichte Panik, oder? Aber gut, das ist jetzt schon mal der Anfang des Ganzen. Das sieht jetzt ziemlich verrückt aus, aber ich habe eine Idee im Kopf, wie es werden soll. Jetzt müssen wir nämlich noch ein bisschen dunkler werden. Und da gönne ich mir doch direkt mal den Ton, der sich daneben befindet. Der nennt sich Clan und da gehe ich auch mit dem gleichen Pinsel rein. Und den setze ich mir genau darunter. Ich glaube, ich hätte mir vorher nochmal das Tutorial zu einem schönen Smoky Eye bei Amazing bei ihr anschauen müssen. So sieht es nämlich noch echt nicht gut aus, ne? Wir kriegen das aber noch schön. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Werbung ist für die Palette, aber mit dem Code CLAUDIESWELT15 bekommst du 15% Rabatt bei Purish auf Nabla-Produkte. Und diese Palette müsste es tatsächlich auch dort noch geben. Ich habe es jetzt halbwegs gerettet, aber was wirklich immer ordentlich rettet, sind Schimmertöne. Und bei den Schimmertönen arbeite ich mich gerne von hell zu dunkel vor. Das heißt, wir fangen zuallererst mit Ray of Light an. Das ist dieser unfassbar krasser, geiler Schimmerton in super hell, Champagner, mega. Der ist Butter. Der kommt in meinen Innenwinkel und auch ein bisschen ziehe ich den schon mit rein. Also der feiert eine Party und zwar seine ganz eigene. Wow. Auf das Zentrum meines beweglichen Lides setze ich jetzt diesen Goldton Paradiso. Die Töne sind sehr soft gepresst, dass man ein bisschen aufpassen muss mit Glitzer Fallout. Aber wenn man die dann auf dem Auge hat, sind sie wie flüssiges Metall. Wahnsinn. Bevor ich jetzt mit dem Schimmerton in meinem äußeren Drittel weitermache, werde ich meinen unteren Wimpernkranz machen und dann nehme ich auch wieder den Clan, den ich ja eben schon oben verwendet habe und werde den mit Beauty Mark ausblenden. Ich verbinde hier außen auch die beiden unterer und oberer Wimpernkranz zu einem V und Beauty Mark softet einfach die Kanten zur regulären Haut ein bisschen mehr aus und lässt das Ganze noch mehr smoky aussehen. Oh mein Gott! Ich fühle mich damit leider ein bisschen verkleidet, aber wir gucken einfach mal, wie es am Ende so wird. Nach außen hin gebe ich mir jetzt den Schimmerton Love Ritual. Das ist so ein grauer Schimmerton. Tupft ihn einfach so auf. Ich meine, wenn ich den Look so sehe, denke ich mir, irgendwie cool, aber ich hätte da eine Cut Crease ziehen müssen, um die Schimmertöne zu intensivieren. Das wäre, glaube ich, noch cooler geworden. Ja, während ich diesen Look jetzt gefühlt 1,5 Stunden geschminkt habe, ist auch tatsächlich schon mein Augenbrauenprodukt hart geworden. Das ist meine Interpretation zu der Nabla Side-by-Side Palette in sehr dunkel, sehr smoky. Ich möchte gerne auch, dass du ein Kajal am unteren Wimpernkranz benutzt. Ich möchte, dass du mit Gold am unteren Wimpernkranz als Kajal arbeitest. Das ist aus irgendeiner Box einer von Koki. Also der heißt Jagged Gold. Nimmst du? Den nehmen wir. Alles klar. Zwei Eyeliner. Eyeliner, okay. Ja, für oben mit Wing und so. Wow. Ein schwarz Classic Eyeliner mit Filztipp am liebsten. Einen schwarzen, wirklich schön tiefschwarzen Filztipp-Liner, der deiner Erfahrung nach gut hält. Dann nehme ich aber von Love mit Oscar Atem die Atem Eye. Der ist mega. Und dann hast du gesagt, noch einen. Gold oder Kupfer. Wie wäre es mit dem hier von Love? Das ist dieser, auch so ein Dip-Eyeliner. Mhm. Vielleicht als erstes den schwarzen komplett machst. Und dann möchte ich, dass du den vorne so ein bisschen bis kurz vor zur Mitte mit diesem noch nachzeichnest, dass es ineinander läuft. Okay, cool. Krass. Mache ich. Passt aber mega zu der Palette. Ja, Eyeliner und Kajalstifte hat sie sich ganz schön viele ausgesucht. Wir fangen an mit dem Kajalstift. Der kommt von Cooky Professional und der hat die Farbe 535 Gilded Gold. Den darf ich mir jetzt an meine untere Wasserlinie geben. Oh, das rührt mich zu Tränen. Ja, es ist super unangenehm, aber es ist drauf. Es ist drauf. Aber das war noch gar nicht der freaky Part des Ganzen. Der kommt nämlich jetzt. Als erstes darf ich mir jetzt einen Eyeliner ziehen. Da durfte ich mir auch einen aussuchen. Das ist Love X Oscar Atem The Atem Eye Fine Graphic Eyeliner. Der ist richtig geil. Und damit ziehe ich mir jetzt einen prägnanten Eyeliner. Ich glaube, ich sollte mir echt immer prägnante Eyeliner ziehen, ne? Das sieht schon ziemlich cool aus. Aber wir sind mit dem Eyeliner-Game noch nicht fertig. Denn
Sarah Isabel wäre nicht Sarah Isabel, wenn sie mir nicht so viele Aufgaben stellen würden, die mich an den Rand des Wahnsinns bringen. Übrigens liegt Sammy hinter mir und ist am Schnarchen. Unglaublich, ne? Der hat seine Chillphase und ich bin hier kurz vorm nervlichen Zusammenbruch. Okay, denn ich habe jetzt hier von Love noch einen Dip Eyeliner. Wow. The Shadow Liner 2-in-1 Liquid Eyeliner and Eyeshadow in der Farbe 120 Mauve Sparkle. Das ist dieser hier. Und den darf ich mir jetzt so in, ja, in mein Inneres geben. In mein Inneres, genau. Und damit dann quasi in meinen Eyeliner nochmal verschärfen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Es ist ein Effekt. Man sieht ihn nur leicht, aber man sieht ihn schon ein bisschen. Das ist echt mal was ganz anderes für mich. Wow. Fixieren darf ich mein Make-up mit dem Love Continuous Setting Spray, Make-up Fixing Spray und so. Als nächstes Mascara. Oh. Welche hätten Sie denn gerne? Also, es wären zwei, die ich gut finden würde. Und ich würde dir einfach überlassen, dass du die nimmst, mit der du besser zurechtkommst. Die Alpen Extreme Mascara von Essence. Welche darf es alternativ sein? Von Maybelline, die Lash Sensational Mascara. Okay, also die oder die Alof Extreme, also die von oder die Alof Extreme, kannst du dann für dich entscheiden, womit du besser zurechtkommst. Die beiden? Mhm. Ich nehme beide. Oder was du möchtest. Ich mache eine links, eine rechts, sowas finde ich ja immer total spektakulär, dann kann ich die ja auch mal vergleichen. Wenn die Wimpern noch so ein bisschen nebelfeucht sind, biege ich sie mit einer Wimpernzange, bevor ich gleich meine Mascaren verwende. Die beiden Mascaren, die ich heute verwenden werde, sind diese beiden hier. Das ist einmal die Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara und auf der anderen Seite die Maybelline Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. Beide Bürstchen sind Gummibürstchen, wobei die I Love Extreme Mascara ein sehr dickes, aber auch gerades Gummibürstchen hat und die Maybelline Lash Sensational ein bananenförmiges Bürstchen ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Ich sag mal so, ja, zu diesem Look gehören auch krasse Wimpern, weil ansonsten gehen sie ja ein bisschen unter, weil der Look ja so smoky pokey ist. Aber die I Love Extreme Mascara von Essence ist mir zu extrem, denn da muss man echt aufpassen, dass einem die Wimpern nicht zu sehr verklumpen. Aber bei der Maybelline Lash Sensational, das ist einfach eine, die ich halt auch regulär sehr, sehr gerne auch verwende. Und das habe ich jetzt auch heute wieder gemerkt. Die mag ich viel, viel lieber. Und auch das Ergebnis gefällt mir einfach um Längen besser als das von der I Heart Extreme Mascara. Hier sehen wir das Spektakel auch nochmal aus der absoluten Nähe. Viel näher kann ich ja kaum rankommen. Also ich finde es schön vom Ergebnis her an sich, aber halt auch nur deswegen, weil ich super viel Arbeit investiert habe. Sowohl beim Augenlook als auch bei den Wimpern. Also ganz schön viel Arbeit. Und dieser super Eyeliner, den ich mir gezogen habe, der geht bei den Wimpern natürlich etwas unter. Liegt aber auch an dem krassen Wimpernserum, was ich verlinkt habe in der Infobox, was ich schon eine Weile verwende und einfach genial finde. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich den Look faszinierend, aber andererseits ein bisschen beängstigend, ne? Also das ist schon ein sehr, sehr heftiger Statement-Look. Also ich bin sehr gespannt, was Sarah Isabel gleich dazu sagen wird. Vorher widmen wir uns aber den Lippen. Erstmal ein Lip-Liner. Da hätte ich gerne irgendwas, was sehr nudig, bräunlich ist, aber so, oder so beige mehr in die Richtung. Also nicht zu dunkel, aber schon auf jeden Fall in der Braunfamilie sozusagen. Einen kühleren Ton auch am liebsten. Nicht zu warm. Der ist relativ kühl. Der sieht schon mal gut aus. Welcher Marke ist der? Hypoallergenic Bell ist das tatsächlich einer. Ist auch einer. Magst du den? Ja, der ist eigentlich ganz gut. Ist die Farbe 03. Dann nehmen wir den. Longwear Lip Pencil, den finde ich echt gut. Und der ist in der Farbe 03. Der geht so ein bisschen in ein Nude mit rein. Und den darf ich mir jetzt auf meiner kompletten Lippe auftragen. Also nicht nur die Outline, sondern auch nach innen. Jo, das ist ein schönes, kühles, bräunliches Nude, würde ich mal so sagen. Und dann darf ich mir jetzt noch einen Lipgloss drüber geben. Ich weiß ja, dass du mehr so ein Gloss-Mensch bist. Yay! Deswegen würde ich jetzt auch einen Liquid
Shine, 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 Wet Look, Lip Glossen ein. Das ist kein Shine, Shine, Shine. Ansonsten muss ich mal eben eine Etage höher gehen. Da ist auch keiner von den Shine, Shine, Shine Dingern mit dabei. Da habe ich zwar hier diesen Powerful 5 Gedönsen. Ansonsten den von Catrice. Auch hier hat sie mir relativ freie Wahl gelassen, weil ich die Shine, Shine, Shine Lipglosse von Essence ja nicht hatte. Und da habe ich mich entschieden für den Catrice Powerful 5 Liquid Lip Balm. Der ist auch eigentlich ganz schön. Oh, und der passt voll gut zum Lip Liner. Also so im Gesamten. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Ich fühle mich irgendwie ganz schön lässig damit. Und irgendwie, ne, wenn man halt sonst aus dieser eher bunten Region kommt, ne, dass man halt eher so dieses helle Augen-Make-up und hey, wow, hat, ist es auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Und ich finde es ziemlich cool, wie es jetzt im Endergebnis aussieht. Liebe Sarah Isabel, du hast ziemlich coole Favoriten aus der Drogerie, die ich jetzt quasi auf meinem Gesicht trage. Ich hoffe, dass dir auch das Gesamtkonzept, was ich daraus gebastelt habe, gefällt. Es hat mir von Herzen Spaß gemacht und ich würde dich super gerne mal in live treffen. Wir wohnen gar nicht so weit voneinander entfernt und wenn Corona es irgendwann mal hoffentlich zulässt, dann werden wir uns auch mal in live und in Farbe in den Arm nehmen können und darauf freue ich mich jetzt schon. Falls du noch nicht irgendwie mit Sarah Isabel in Kontakt gekommen bist, was ich nicht glaube, weil die Frau ist echt der Hammer, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, lasst ihr ganz viel Liebe da und schaut auf jeden Fall auch, was sie aus meinen Drogeriefavoriten, ich kann nicht mehr reden, so gezaubert hat. Und ja, das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite kannst du direkt zu der lieben Sarah Isabel Like a Daisy in Spring hüpfen und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!